Heute gedenken wir diesen Menschen, die diesen Landstrich urbar gemacht haben. Es waren schon verwegene Gestalten, unsere Vorfahren, die mit ihren Händen das heutige Gesicht von Valga geschaffen haben. Gehen Sie also mit mir zurück ins 19. Jahrhundert. Holzrechte im Waldreichtum unseres oberen Isartals erlaubten den Wolgauer Bauern, seit vielen Jahrhunderten Holz einzuschlagen und zu verkaufen. Hauptabnehmer war Freising, Sitz des Fürstbischofs und Landesherrn des Werdenfelser Landes. Das Holz wurde mit Flößen auf der Isar nach Freising, München, Landshut, aber auch in die Donaustädte bis nach Wien gebracht. Die Floßordnung bzw. die Wasserrott regelte, wer flößen durfte und wie viel Steuern und Abgaben von den Flößern an die Freisinger geleistet werden musste. Aber die Zölle waren teilweise so hoch, dass die Flößer kaum noch ihre Familien ernähren konnten. Ihnen blieb nichts anderes übrig, als zu wildern. Die Geschichte vom armen Seelmärtel an der Abzweigung des Isarfeldweges nach Vorderis erinnert heute noch an einen Wilderer, der von drei Jägern aus Fall verfolgt wurde. Sie schossen ihn ins Knie, warfen ihn über eine steile Wand und steinigten ihn. Sicherlich, die Wilderei war eine Straftat, aber sonst wären viele Familien verhungert. Obwohl, ich weiß schon mal gar nicht mehr, wo ich das Essen herbringen soll für die ganze Familie. Ja, schau doch mal, wie ein Schmal das Zoffi schon geworden ist. Du kannst aber gar nicht mehr anschauen, das Maler. Ein Tag wird es weniger. Ich muss einmal ansehen, auch wenn es passen auf mich geärgert. Ich weiß auch selber nicht mehr, was wir da sind. Mit der ganzen Gläserei verdienen wir ja auch nichts mehr. Wir zahlen schon mehr Steuern und Abgaben, als was wir fürs Holz kriegen. Ja, wenn halt nur der wenigstens daheim wäre. Aber die muss ja versuchen, mit ihren Wundermitteln die fremden Leid zum Heilen. Für nichts. Weil da darf man ja nichts verlangen. Sonst hilft sie nicht. Aber mit nichts kriegen wir halt nicht genug. Nein. Und wenn sie es einmal erwischen, früher hätten sie es verbrennt als ihre Hexe. Und denkt für nichts. Vater, ich gehe aus dem Wald. Ich bin gewandt wie du, wir kennen es nicht. Ja. Nichts, du bleibst da. Junge hat gesagt, du gehst allein nicht aus. Ja, bitte bleib da. Sonst muss ich ganz allein auf unsere zwei kleinen Geschwister aufpassen. Wenn der Papa und Mama doch alt sind. Ja, Sophie, da brauchst du doch du nichts denken. Ich pass da auf. Vater, wo ist der Stutzen? Nichts, du bleibst da, hat ich gesagt, Bub. Geh erst mal allein nicht aus. Schnell jetzt, Kinder, Jakob, und dann wollt aus hier. Ist das schon wieder los? Ah, sind wir schon da? Vom Wunderheim oder wie soll ich eigentlich sagen? Ja, heute habe ich der Therese ihren Fuß schon dreimal mit Annika gekriegt. Jetzt geht es ja schon wieder besser. Ja, das ist die Hauptsache, dass die Fremdelei besser geht und wir verrecken schon langsam. Ja, und schau dir mal an, wie du wieder umeinander latscht. Schau mal, muss ich mich mit dir. Ja, morgen wächst ja. Du hältst die Mannsbüder die Gürtel. Du nicht versündigen, Johann, gell? Der Jakob ist nicht mehr du. Ja, der wird doch in der Wald aussehen. Kein Grab, der Stutzen ist auch gut. Der, wenn nicht mehr lebendig heimkommt, dann bist du schuld. Weißt doch, du gegangen, du Nichtsnutz. Ja, sie hast auch, he? Mannsbüder Heilerin, das sagst du noch einmal zu mir im Haus. Johann! Na, wurf ich dir aus, ich das. Johann! Ja, was ist denn schon wieder? Was passiert? Ich werde was machen. Leute, das, was jetzt die fürstlichen Mandanten alles aufs Auge drucken, das ist doch nicht mehr zum Tabacken. Die Stühlen, die Abdaten, Zehen, Hüten und Scharbeck, die lassen jetzt kaum mehr Luft zum Leben. Und jetzt will man einer Steuern zahlen fürs Verlesen und fürs Driften. Leute, es ist Zeit, dass wir einen Herzog sagen, ah, so geht's nicht weiter. Auf kein Pferd, der Herzog! Und sein ganze Bagagekleider mit, die Blutsauber, die Elendigen, fressen und saugen auf unsere Kosten. Ja, sie horcht da auch, Giftmischerin. Ja, du einer halt ein bisschen Gift einmischen, wenn's die rufen, die edlen Herren für ihre Dienste. Ich aufhängen. Das ist keine Strafe für das höfische Gesindel. Ich weiß viel was Besseres.
einen Tag sollen sie mal so leben müssen wie wir. Bloß einen Tag. Das arbeiten, was sie für sich verbrauchen. Die schütten Melone auf die Baustelle alle driften, dann taten sie schon sehen, wie schwer und quali die Fläserei ist. Wir möchten das alleinige Rundrecht auf den Isar. Seid ihr gehalten, nein? Das alleinige Rundrecht kriegen wir nie. Aber auskommen sollten wir haben und besser sollten wir nicht erleben. Nix da, wir möchten das alleinige Rundrecht. Wir möchten leben. So, Rundrecht sollt ins Gehen. Aber wir Weiber können ja bloß rein. Aber ins Mannsbüder. Macht euch aus, ihr wollt. Und verrannt ist den feigen Jäger. Trifft er zum Pfiff auf der Isar, aber dann wird es gerade braucht. Und wenn die schon vom Herzog kommen, dann taugt sie es unter, bis kein einzige Blöder mehr aufsteigt. Aldi, du hattest jetzt den Maul. Tu die Versündigung, solange da vorne allein kein Wald aus ist. Ein Schuss und dann gleich drauf zwei. Da stimmt etwas nicht. Recht hat sich Katharina. Jetzt warten wir, bis der Jakob vom Wald daheim ist. Und dann packen wir die feigen Jäger einen nach dem anderen. Leid, jetzt lasst ins Zentrum, wo das Zentrum werden muss. Martel, du kannst lesen und schreiben. Du wirst uns eine Bittschrift verfassen und an die rechten Plätze verlesen. Bittschrift, sondern auf vorderen Füßen. Wir möchten leben. So, Rottrecht, tun Sie es gehen. Jetzt trinken wir zuerst einmal einen Schluck. Und trinken wir auf den Rottrecht. Und die Freiheit, die Freiheit! Jetzt nicht so sehr. Wir werden leben! So, Rottrecht, zu uns ins Game! Prost! Prost! Papa, wo bleibt denn der Jakob hält so lang? Ich habe was ganz was Schlechtes dran. Sophie, da brauchst du nichts denken. Der wird jetzt bald kommen. Katharina, schau, dass das Schmaler wieder ins Bett bringst. Also Leute, nie sind noch ganz ruhig. Weil eigentlich müsste da schon was los sein. Irgendetwas liegt an der Luft. Ich spür's förmlich. Mein du mit deinem Schmarrn. Sei halt da, mein Stadt, weil sie ist meine. Ja. So Leute, und jetzt verfassen wir die Vorderschrift. Und jetzt haben wir eine Glockenkleid und die Zeit, das heißt nichts Gutes. Lieber Herrgott, lass meinen Buben wieder lebendig heimkommen. Oh! Oh, schau zu mir! Oh, da oben kann man direkt mit der Bahn aufs Haus führen. Ja, genau! Jetzt sind wir da! Direkt an den Buben kommen! Oh! Schau! Das muss nichts heißen. Da hat sich ein anderer Fuß verknackst. Wo schaust du mir? Lass mich durch, das ist mein Buhr, das ist dein Ankopf. Jetzt auf Zeiten, dass ich ihn auch noch dran kann, Buhren. Ruck da hinten an. Toni, lauf von hoher Boden. Martel, schnell, ein Fahrer. Schaust, dass ein Fahrer findet und ein Boden frisieren wird. Auf mir!
und haben wir jeder einmal von hinten auf mich geschossen. Wahrscheinlich haben sie gemeint, du bist das. Und haben mich einfach flacken lassen. Sie haben halt gemeint, du bist hier. Und mit letzter Kraft bin ich noch bis zur Kurve gekommen. Und jetzt bin ich da, bei dir und bei der Mutter. Jetzt wird schon wieder alles werden. Ja, Jakob, jetzt wird wieder alles gut. Du wunderst doch gern gesagt. Du fühlst dich da lang am Allhaus her. Sie tanzen auch. Mit dem ersten Schuss hast du den Leck in den Bank. Mädchen, bin ich stolz auf dich. Und sie, Jäger, zwei Schuss haben sie gebraucht. Und das von hinten für meinen einzigen Ball. Katrina, von hinten haben sie ihn erschossen, den feigen Hund, den feigen. Johann, sei doch gestört. Der Bub braucht doch seine Ruhe. Schau gleich, ob der Boden und der Pfarrer jetzt kommen. Das geht doch hin, geht doch mal schlechter. Mutter, die können jetzt auch nichts mehr machen für mich. Wo ist denn Sophie hier? Sophie! Sophie schaut da mal zum Jakob. Sophie, jetzt wirst du gleich du die größte von uns Geschwistern sein. Und ich werde ein Stern am Himmel da oben. Und alle, wenn Sterner klar ist, dann schau ich auch auf dich. Versprochen! Versprochen! Mutter! Nur dem ist, als darf ich meine Lieblingshalzer hören. Jetzt höre ich ihn ganz deutlich. Ich meine, ich bin nicht mehr lang und denk. Gut, die Walzer, gerade für dich allein. Weißt du das noch, Jakob? Wenn wir da ausgehabt sind wollen, ich zwar ganz allein. Wie du gesagt hast, Vater, ich werde es einmal vor dir erwischt. Dann hätte ich noch mal mein Lieblingsstück gleich hören. Ja, vergönn's Gott, Mutter, für alles. Ich meine, ich bin immer lang und denk. Ich werde ganz müde. Ich schlafe jetzt ein wenig. Jakob, schlaf ein bisschen. Aufwachen. Aufwachen, Bub. Erst der dann noch drüber. Einen Boden und einen Fahrer brauchen wir nicht mehr. Ja, warum, was ist denn los? Gerade ist er gestorben, der Bub. Ein ordentliches Rotrecht wollt man. Freiheit an Wald wollt man. Und was haben wir jetzt? Nichts haben wir, Katrina. Und werden wir auch nie haben. Was möchten denn mich im Freien ausrichten gegen die Herrschaft? Allein der Gedanke an einen Aufstand, was ist das letzte genommen, was wir jemals hatten. Aber wenigstens hat er sein Lieblingswalzer noch hören dürfen, bevor er uns verlassen hat, der Bub. In allesamt sind wir bei ihm gewesen in der letzten Stunde. Und schau gau, sobald wir angefangen, jetzt noch zum Leichten. Ja, fein grad, Katrina. Jetzt geht er ins Paradies, der Bub. Da, wo er jetzt ist, da hat er seine Freiheit am Wald. Und da gibt's keinen Jäger. Und auch kein Rotrecht. Nein, da findet er gewiss seinen Frieden, der Bub. Oh mein Johann, mir wird ganz Angst, wenn ich an die Zukunft denke. Raufstück, Katrina. Raufstück. Ja, schau, in 200 Jahren schaut die Welt in Olga ganz anders aus. Wir lassen die Leibschließen und alles gefallen. Und hoffentlich hat diese traurige Geschichte oft erzählt, dass die Leute wissen, was wir als mitgebracht haben und was wir alles da haben, dass die Welt Olga 250 Jahre feiern können. Vom Armin Seelmauter, der sich tatsächlich so zugedrungen hat. Und mit der hoffen, es hat euch ein wenig gefallen und wir wünschen euch noch einen schönen Abend.